die Trommel gerührt, das Pfeifchen gespielt, mein Liebster gewappnet, dem Haufen befiehlt. So viel zum Thema Goethe und die Wehrdebatte. Haben Sie das im Radio verfolgt? Dieses Feuer, dieses Temperament, diese herrlichen Schimpfworte, das gibt es nicht im Oberhaus, das gibt es nicht im Unterhaus, sowas gibt es nur im Hinterhaus. Jawohl, die Zungen unserer Politiker gehören heute zu den heiligsten Gütern der Nation. Damit können sie uns mal, ja, damit werden sie uns sogar einmal von unten nach oben führen. Die Zeiten sind vorüber, wo wir uns Schritt für Schritt nach vorn schieben mussten. Endlich heißt es wieder Dauerlauf, soweit die deutsche Zunge hängt. Ei, wie bunt ging es doch im Bundestag zu. Da haben die Schwarzen das Weiße im Auge der Roten gesehen, dass die Entscheidung später an aller Funkstille am häuslichen Herd fiel. Das eben ist das deutsche Wunder. In Frankfurt am Main kaufen die Amis Tabakspfeifen, bei denen der Kopf mit dem Bilde Hitlers verziert ist. D-Mark, 9 Mark 50 werden heute schon wieder für diesen Pfeifenkopf bezahlt. Überlegen Sie doch mal nüchtern. Des Führers blauer Dunst in amerikanischen Lungen. Kameraden, wir dürfen hoffen. Hier aber fragt sich das deutsche Gemüt besorgt, wo stehen wir heute? Der braune Saft aus Hitlers Kopf sammelt sich im USA-Mundwinkel. Wer aber beherrscht unseren Markt? Milde Sorte. Es ist nun einmal das schwere Schicksal unseres Volkes, Märtyrer der Weltgeschichte zu sein. Da gibt es nur eins. Wir wollen dieses, unser Schicksal, in vollen Zügen genießen. In vollen Militärzügen. Ein General der NATO hat unlängst erklärt, mit deutschen Truppen lässt sich Europa noch weiter westlich verteidigen. Darum lasst uns beitragen, jeder seine Summe. Und schon steht doch die Front an der Seine und an der Somme. Klopfen wir an die Pforte unseres völkischen Herzkämmerleins. Warum sträubt sich denn unser germanischer Vollbart bei dem Wort Europa-Union? Raunt da nicht das Weißtum der Altvorderen? Welches Blut tut keinem Deutschen gut? Flüstern wir es doch offen von Ohr zu Ohr. Was nützet uns ein vereintes Europa, wenn wir den nächsten Krieg verlieren? Nein, hinweg mit der Europa-Union! Gebt uns wieder den Verein für das Deutschtum im Ausland! Wer Augen hat zu hören, der fühlt es. Noch sind die Tage der Russen. Jenes ach so harmlose, primitive Völklein, welches auf den Öfen schläbt, obwohl schon längst Betten vorhanden sind, welches den Westberliner Bühnen so viel Stoff zur Heiterkeit gibt, von Hurra, die Russen kommen bis zum Urfaust. Jüngst hat der weise Vater Stalin wieder seine Gnade ergossen. Auf Fleischabschnitt 2 eine halbe Dose Schuhwichse und auf Fettabschnitt 3 eine Achtel Tube Zahnpasta. Drüben, da wird eben nicht geprasst, es wird gesäubert. Bei der Suche nach westlichen Agenten hat man bisher einen der Hauptschuldigen übersehen. Wer hat wohl die Idee gehabt, Türme an der Sektorengrenze aufzubauen? Da kommt ein gehorsamer Kadaver-Fopo zum Dienst geeilt und was sieht er? Türme, Türme, Türme. Und was denkt er? Sie verstehen, unser einer sieht doch weiter, ne? Das Deutschtum ist letzten Endes nicht dazu geschaffen, um global verheizt zu werden. Unsere Parole, zurück zu Bismarck, jeder Deutsche ein ehrlicher Mäkler. Warum hat man denn, frage ich Sie, die Sektsteuer gesenkt, damit endlich jeder die halbe Flasche Sekt kaufen kann, die uns im Blute fehlt? Wir Deutschen sind doch der Sektkorken auf der Flasche, die Europa heißt. Wenn wir knallen, schäumen die anderen über. Wozu brauchen wir denn Amerika? Wir könnten so glücklich sein im kleinen Kreise. Die Sowjets bekämpfen die Juden bekämpfen die Araber bekämpfen uns und wir bekämpfen die Sowjets. Erlauben Sie mal, wozu dann noch Amerika? Wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit der Zeichen und der Wunder. Bei Delikatessenrack gibt es schon wieder Schmelzkäse in Dosen. Das ist ein Zeichen. Und wir gelten immer noch als demokratischer Staat. Das ist ein Wunder. Für uns gibt es doch nur eins, meine Freunde. Wir paar Begüterten müssen zusammenhalten. Schließlich sieht die Welt hinterm Scheibenwischer immer noch gemütlicher aus als unterm Regenschirm.
Rechnen Sie sich doch mal aus, wie viele Rentner heute auf ein Auto kommen, von denen, die drunter kommen, ganz zu schweigen. Wie ich heute Nacht so im Bett auf und ab gehe, habe ich mir das mal überlegt. Auf die Dauer kann man ja mit den 10 Geboten nicht mehr auskommen. Darum hat der Kanzler ein 11. erfunden, das Gebot der Stunde. Das hebt die anderen 10 auf. Der gesunde Mensch hat 5 Sinne. Nur bei den Politikern ist es damit wie im Zahlenlotto. Ganz selten, dass mal einer alle 5 richtig mitbekommen hat. Ich frage Sie, was kann uns denn eigentlich noch passieren? Es gibt doch für alles immer wieder einen gesunden Ausgleich. Wenn die Hoffnung sinkt, steigen die Preise.